Yo, Internet, was geht? Hier ist wieder Lost und hier ist er wieder am Start. Heute sind wir wieder unterwegs im Battlefield 4 und mit dabei haben wir den einzigartigen, den unangetasteten Gotthold mit am Start, der uns heute einiges erzählen wird und den Bounce, der seit Ewigkeiten nicht Battlefield 4 gespielt hat, aber zufälligerweise im Channel saß. Heute geht es um die Fahrzeuge in Battlefield 4 nach dem Spring Patch und Gotthold hat einiges zu erzählen, denn Gotthold ist ja der Mann aus dem E-Sports, der Team Germany Spieler. Nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich an den Sieg vor kurzem. Mittlerweile wird E-Sports ja auch mehr oder weniger von EA ein Stück weit promoted, was ja nicht verkehrt ist. Aber ich glaube, was ich bisher raushören konnte, ist E-Sports für dich jetzt gerade die Frage, lohnt sich das noch, zumindest was Conquest angeht, oder? Genau, weil momentan mit dem letzten Patch ist sehr, sehr viel an Fehlern oder Problemen entstanden in den Fahrzeugen, zwecks, dass sehr, sehr viel dustet, also false registered hits, dass man bei sich selbst sieht, dass man trifft, dass man auch optisch eigentlich nicht hätte besser zielen können, aber im Endeffekt der Server nicht den Hit akzeptiert. Und dass dann so sehr, sehr viel einfach nicht registriert wird und dann ist es halt wirklich mehr ein Zufälligkeitsspiel geworden momentan. Also, das sehr, gab's sehr viel. Ja. Das gab es ja davor, das war ja auch gerade, was die TV angeht, ja immer ziemlich stark. Also das ist selbst mir aufgefallen, obwohl ich jetzt nicht wirklich viel in den Fahrzeugen sitze, gerade Helikopter oder jetzt allgemein Flugvehikel. Und das hat sich jetzt auch, wie du hast mir vorhin noch einen Link geschickt zu dem einen oder anderen Video. Ich werde die einfach mal unten auch in der Videobeschreibung verlinken, da könnt ihr mal drauf schauen. Sich das jetzt aber auch auf andere Waffen auswirkt, also auch die Guns von den Helikoptern und so, ne? Genau, also momentan ist das Problem halt sogar so, dass zum Beispiel vor dem Patch konnte der Helikopter beispielsweise mit Rocket Pods oder nie wirklich Probleme hat, Hits auf den Tank zu registern oder mit der TV, dass halt auch immer, oder sagen wir 95% der TVs auf Tanks immer praktisch den Schaden ergeben haben, den sie hätten ergeben sollen. Mhm. Und jetzt ist momentan so, dass das halt, wenn's gut kommt, die Hälfte aller TVs auf einem Tank, auf einen stillstehenden Tank, dazu gesagt, registrieren. Auf bewegende Fahrzeuge ist halt nochmal die Geschichte ganz anders. Da ist es dann wahrscheinlich dann noch weniger der Fall, dass die registrieren. Mit der Gun ist es halt ähnlich, dass wenn ihr auf den Videolink klickt, der unten in der Videobeschreibung ist, dass ihr sehen könnt, dass mit der Gun, normalerweise macht die Gun 5 Schaden pro Schuss, und er trifft halt gut die Hälfte seines Magazins und bekommt im Endeffekt 5 oder 10 Schaden raus, als ob er nur 3 Treffer gemacht hat, obwohl er gut 10 bis 15 Treffer überhaupt gelandet hat. Das ist halt schon eine sehr, sehr arge Problematik, die jetzt mit dem letzten Patch aufgetreten ist, die war vor dem letzten Patch doch schon ein wenig da war, aber bei Vibe nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Das ist schon enorm. Schweinerei, ja. Könnte man schon da rausposaunen. Ja, die Frage ist natürlich, woran liegt das? Ne? Und ich habe mir das ja angeschaut und das sind ja auch Leute, die ja entsprechenden Skill in den Fahrzeugen haben und ich kann mir gut vorstellen, wie frustrierend das dann sein muss, wenn man sich denkt, okay, hey, ich treffe eigentlich 99% meiner Schüsse auch auf eine hohe Entfernung und dann werden die einfach nicht gezählt. Also mir kam es so vor, als wäre da irgendwie das Chassis des Helikopters oder so, die Panzerung verstärkt worden, so hat sich zumindest ja scheinbar angefühlt, dass da keine Schüsse durchkommen. Die Frage ist, woran liegt das? Also, was ich ja gesehen habe, es gab ja viele Anpassungen und Änderungen, ich glaube über 2500 Stück, gerade viel, was die Waffen angeht, also Infantry-based, aber so Sachen wie jetzt mit den Fahrzeugen, das war ja, klar, das war in den Patchlogs auch nicht so angemerkt, aber ich kann mir nicht erklären, woher das jetzt kommt. Also ich weiß nicht, gibt's da eine Begründung? Hast du da eine Idee, was da falsch läuft, ja scheinbar? Ich denke einfach, sie haben ja wirklich sehr viel mit den Fahrzeugen rumgespielt, vor allem weil es halt auch die neue Chat-Physik angeht, weil der Chat hat ja jetzt kein Speed-Management mehr, jetzt ist es halt wirklich ein reines Circle-Gejerke mehr oder weniger, dass man nur noch auf die Manöver ankommt, dass dabei irgendwie die Hitbox komplett kaputt gegangen ist, anders da kann ich es mir nicht erklären, weil okay, die Problematik mit den Dust hat schon immer irgendwo bestanden. Mhm. Aber noch nie in dem Ausmaße, wie es jetzt nach dem Patch gekommen ist, einfach. Und der Helikopter hat ja auch, auf der einen Seite hat er ja das neue Movement im Winter Patch bekommen. Ja. Und die DICE-Mitarbeiter waren danach in der Auffassung, dass der dann jetzt Nerfs brauchen würde. Und haben ja dementsprechend halt ja auch die TV-Range genervt. Sie haben den TV-Schaden genervt auf Tanks. Also, dass man jetzt zum Beispiel nicht mehr den Mobility-Kill bekommt auf den Tank, sondern dass man nur noch 35 Schaden auf den Tank bekommt. Also, dass er praktisch einfach weiterfahren kann, obwohl ein TV ihn getroffen hat. Der Zunit-Damage, der fällt jetzt ab über Range. Und der Maximalschaden der Zunits wurde halt auch verringert.
Hintergrund dabei war aber eigentlich, dass bei DICE die Theoretiker, sage ich jetzt mit Absicht Theoretiker, sich gedacht haben, dass der Helikopter viel stärker ist als die AA. Ich trage zwar nicht diese Meinung, da man halt das nicht so abstraktiert betrachten kann, dass man eine MA versus ein Heli aufstellt, da ja immer viel mehr auf dem Schlachtfeld los ist und da man den Helikopter in der Regel mehr sieht oder immer sieht am Himmel, während eine AA hinterm Stein sitzen kann und praktisch den meisten Spielern einfach nicht auffällt. Ja. Was würdest du jetzt für eine Konsequenz daraus ziehen aus der ganzen Sache? Also jetzt in Bezug, ich denke mal, E-Sports technisch auf Conquest muss man sich jetzt natürlich darauf einstellen. Was hast du für Tipps an Leute da draußen, die gerade jetzt fahrzeugaffin sind? Was sollten sie jetzt für eine Taktik fahren oder auch nicht tun? Gibt es da irgendwelche Sachen, wie man sich anpassen kann, ein Stück weit? Bei den Chests, da muss man sich halt komplett neu einspielen. Also bei den Booten, da auf jeden Fall die TV-Missile rausnehmen und die Tau mit reinnehmen. Die Tau registriert super, die Tau hat ein neues Movement-Modell bekommen und bewegt sich super. Und die funktioniert richtig gut. Und ja, den Helikopter, aber im momentanen Standpunkt kann man leider einfach stehen lassen. Und das kann man es halt einfach nicht sagen. Die Hydras funktionieren noch ganz gut im Ground Pounding. Und die Gun gegen Infanterie ist noch halbwegs okay, aber es ist halt für Sonderfälle wie Siege of Shanghai kann man da wahrscheinlich noch ordentlich abräumen, aber auf offenen Maps, wo eigentlich der Helikopter hingebalanced werden sollte, da kann man ihn wirklich stehen lassen einfach. Okay. Das, der große Gewinner des Patches ist halt einfach der Lilbert, muss man halt einfach sagen, Okay. weil die Jet-Kanonen wurden ja, zumindest die GAU 8, also die Attack-Jet-Kanonen, die wurden ja st stark genervt gegen alles, so ziemlich. Und durch das neue Flugmodell drehen die Jets halt auch ein wenig langsamer. Deswegen kann der Little Bird sich besser gegen die Jets durchsetzen. Dann erfährt der Little Bird halt natürlich dann auch seine positive Seite dadurch, dass die Straw genervt wurde, wie ich finde aber zu Recht, weil wenn ich beispielsweise auf einen Server gegangen bin, auf einen Public-Server, konnte ich halt als einzelner Straw-Schütze die komplette gegnerische eher mehr oder weniger auseinandernehmen. Das war schon ein wenig deutlich zu krass, so wie sie jetzt ist. Bin ich sie gut, aber ich habe oft das Gefühl, dass halt auch sie unter diesem das Ding leidet, wie es halt momentan oft einfach auftritt, dass man einfach drauf schwören kann, dass man getroffen hätte, aber einfach der Hit nicht registriert wird vom Server. Okay. Ja, das ist schon sehr gravierend. Also, so ein Stück weit meint man ja dann so, okay, das Spiel entwickelt sich, ähnlich wie es ja natürlich jetzt bei Hardline gestaltet hat, mehr zu einem Ground-Based irgendwie Battlefield, also unbeabsichtigt, denke ich mal, aber mit den aktuellen Problemen, die da einfach sind, ist man wohl auf dem Boden ein Stück weit besser aufgestellt. Außer, wie du erwähnt hast, jetzt mit dem Scout-Helikopter. Ihr müsst euch selber jetzt mal ein Bild darüber machen. Ihr könnt natürlich eure Meinung dazu auch unten in die Kommentare schreiben, gerade wenn ihr in den jeweiligen Fahrzeugen unterwegs wart oder immer noch seid, was eure Meinung dazu ist, was ihr davon haltet. Ich danke dir schon mal, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast, weil, wie gesagt, fahrzeugtechnisch bin ich ja gar nicht unterwegs und da kennst du dich ja mit am besten aus. Du bist da ja auch so gesehen schon. Ja, man könnte fast sagen, beruflich mit drin, so nebenher, ne? Mit dem ganzen E-Sports und so, da ist es ja auch wichtig. Von da schon mal danke an dich. Ich werde natürlich den Kanal von Gotthold unten in die Videobeschreibung packen, da solltet ihr mal vorbeischauen. Da gibt es auf jeden Fall Videos, die auch das ein oder andere schon ein bisschen älter sind, aber die könnt ihr euch schon mal reinziehen, weil die haben mir damals auch echt viele Informationen gegeben. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ja, und Leute, ihr wisst Bescheid, wenn ihr noch kein Battlefield 4 habt, schaut mal bei meinem Keypartner G2A vorbei. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, wir finden vielleicht noch das ein oder andere Thema, was wir ebenfalls noch ansprechen können. Und ansonsten sind wir erstmal raus. Lasst einen Daumen nach oben da, Jungs, da draußen in der Community, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Lost und natürlich der Gotthold.